Ja, liebe Genossinnen und Genossen, es ist nicht das Interesse oder das Interesse an eurem Parteitag. Ich werde gerne bis morgen zum Ende hier, hatte aber, bevor ihr mich eingeladen habt, schon zugesagt, dass ich in Schwäbisch Hall heute Nachmittag verschiedene Mitglieder der IG Metall, langjährige Mitglieder der ERM, und die wollte ich, das wollte ich nicht. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, es sind ganze Truppen von Sandmännchen in der Bundesrepublik unterwegs, die uns den Sand in das Auge streuen wollen, dass die Krise längst überwunden sei und dass wir doch wieder anständig, so wie wir das bis 2008 gemacht haben, in die Vollen gehen kann. Ich halte diese Einschätzung, diesen Sand in der Tat für falsch, weil erstens die Risiken noch geblieben sind, sie sind nicht weg. Vorwiegend wird das, was wir Wirtschaftswachstum nennen, fast 4% sollen es ja werden, vorwiegend vom Export getragen und eben nicht von der Binnennachfrage, sodass kein selbsttragender Aufschwung halt eben da ist. Und wer sich umguckt, der weiß, dass in vielen Ländern eben nicht die wirtschaftliche Entwicklung schon selbsttragend ist, sondern staatliche Stützmaßnahmen angesichts der Weltwirtschaftskrise dafür verantwortlich sind. Und wer auf den G20-Gipfel guckt, der sieht ja, wie wenig gesichert und festgefügt die wirtschaftliche Situation in vielen Ländern ist. Und das kann natürlich ein Exportland wie uns sofort auf den kalten Fuß erwischen. Aber aus zwei weiteren Gründen ist die Krise überhaupt nicht vorbei. Wir haben nämlich nicht nur eine Krise der Ökonomie, sondern wir haben eine Klimakrise und wir haben eine Krise der Demokratie. Und daran ist noch nichts passiert. Oder hat einer von euch gesehen, dass ein Auto weniger gebaut wird? Oder dass wenigstens Entscheidungen getroffen worden sind, dass wir in der Automobilindustrie, aber auch in anderen Industrien darüber nachdenken wollen, wie wir in der Zukunft halt eben dort produzieren und was wir dort produzieren. Weil jeder weiß, das geht mit der Automobilproduktion so nicht weiter. Wir haben Überkapazitäten, die in Millionen halt eben gezählt werden und niemand von der Politik hat bisher eine Weiche gestellt, geschweige denn Geld zur Verfügung gestellt, damit überlegt werden kann, wie wir da zu Umstrukturierung kommen, um nur ein Beispiel zu nennen. Und ich habe gesagt, wir haben die Krise der Demokratie oder eine Krise der Demokratie. Wer 480 Milliarden über Nacht als Schutzschirm für die Banken zur Verfügung stellt, ohne das Parlament überhaupt zu fragen, der braucht gar kein weiteres Beispiel zu liefern, um zu sagen, das muss eine Krise der Demokratie sein. Aber man kann. Aber man kann natürlich hinzunehmen, dass diejenigen, die darüber entscheiden, wer was von den 480 Milliarden bekommt, hinter verschlossenen Türen entscheiden, kein Parlamentarier Zutritt hat und die auch nicht aus den Parlamenten kommen, sondern halt eben aus der Wirtschaft. Und wer das nicht als krisenhaft ansieht für die Demokratie, der hat, glaube ich, den Begriff der Demokratie nicht begriffen. Man kann weiter Geschichten dazunehmen, nämlich wie der Bahnhof unter der Erde in Stuttgart durchgeknüppelt werden soll, und wie der Castortransport auch gegen den Willen der Bevölkerung durchgeknüppelt wird, das ist doch keine Rücksicht mehr der Politik auf die Position der Mehrheit der Menschen, sondern das ist Durchsetzen von Interessen von Lobbygruppen. Mein zweiter Punkt, wenn das so ist, dass wir die Krise halt noch nicht überwunden haben, weil die Risiken halt noch bestehen bleiben, stellt sich doch die Frage, tut denn die Regierung etwas und noch dazu das Richtige, um den Folgen oder den Gründen, die es halt eben noch gibt, warum die Krise
und die wirtschaftliche Entwicklung noch nicht rund läuft. Und da ist die Antwort natürlich ganz einfach. Entweder die Regierung tut gar nichts oder sie macht genau das Falsche. Wer in einer solchen Situation, die nicht gesichert ist, die Schuldenbremse einführt und das Kaputtsparen auf die Tagesordnung setzt, der bereitet doch vor, dass er in 2 Jahren, wenn die Wirtschaft wieder am Wackeln ist, kein Pulver mehr hat, um irgendwie zu helfen, damit die konjunkturelle Entwicklung bleibt. Und mit ihrer Politik sorgt sie nicht nur für die zukünftigen Handlungsmöglichkeiten oder drückt sie sich gegen die zukünftigen Handlungsmöglichkeiten aus, sondern was noch viel schlimmer ist, sie spaltet die Gesellschaft weiter. Sie macht nämlich die Reichen ständig reicher, folgt den Interessen von Atomlobby und anderen Vertretern und macht die Armen immer ärmer. Beispiel Hartz IV. Da gibt es keine Rentenversicherungsbeiträge mehr, da gibt es kein Elterngeld mehr und da gibt es keine Zuschüsse mehr, wenn man von Arbeitslosengeld 1 in Arbeitslosengeld 2 kommt. Alleine 30 Milliarden im sozialen Bereich wollen die vorwiegend bei den Hartz-IV-Beziehern und den anderen Arbeitslosen bis 2014 dort einsparen. Das ist nicht nur ein Vergehen gegenüber den Menschen, die es eigentlich nötig haben, dass wir sie unterstützen, sondern das ist auch ökonomisch idiotisch, weil damit die Binnennachfrage noch mehr abgewürgt wird, als sie jetzt schon ist. Oder das Beispiel Rente mit 67. Jeder weiß, der einigermaßen sich in den Betrieben umschaut, dass kaum einer in der Lage ist, bis 67 zu arbeiten. Es sind ja nicht alles Politiker, die in den Parlamenten rumsitzen. Und weil kaum einer in der Lage ist, so lange zu arbeiten, ist diese Entscheidung Rente mit 67 nichts anderes. Nichts anderes als eine Kürzung der Rente, was die Altersarmut noch wesentlich erhöhen wird, wenn es denn durchgeht. Diese Politik, die ist zynisch und diese Politik ist dumm, weil sie nicht auf die Notwendigkeiten der derzeitigen Entwicklung halt eben eingeht. Sie gefährdet die wirtschaftliche Entwicklung, verhindert den dringend notwendigen ökologischen Umbau hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Und mein dritter Punkt, die Bevölkerung. 2/3 der Bevölkerung sind mit der Politik unzufrieden und wollen eine sozialere, gerechtere Politik. Sie verlangen Alternativen, die sich sozial und gerecht nennen können. Solche Alternativen müssen wir vorlegen. Die Bevölkerung weiß, angesichts der Machtverhältnisse schafft es keiner alleine, weder eine Partei noch eine Gewerkschaft, solche Alternativen durchzusetzen und dieser unsozialen Politik halt eben ein Ende zu bereiten, sondern das geht nur durch eine gemeinsame Anstrengung. Und da sind wir ja gar nicht so schlecht dran. Was war denn schon in Hannover zum Beispiel oder vor 2 Tagen in Frankfurt oder heute in Stuttgart, in Nürnberg und in Dortmund? Es ist so, dass wir mittlerweile 2200 Aktionen, ohne die heutigen mitgezählt, hinter uns haben mit der Beteiligung von 1,5 Millionen Menschen. Und da soll noch einer sagen, die wären nicht bereit, für Alternativen einzutreten. Wir haben die Unzufriedenheit mit der Politik und wir haben die Bereitschaft, sich für eine andere Politik halt eben einzusetzen. Nur, was soll ich sagen? Genossinnen und Genossen, das sind eigentlich gute Chancen. Das sind gute Vorbedingungen, das sind gute Möglichkeiten für die Linke,
sich zu profilieren und ihre Position zu stärken. Aber wir profitieren weder von der verfehlten Politik noch von dieser Stimmung in der Bevölkerung, sondern wir stagnieren, wenn es gut geht. Und in einigen Bereichen gehen wir sogar zurück. Nun weiß ich natürlich auch, dass es dafür, dass wir nicht profitieren von dieser Entwicklung, viele, viele Gründe gibt. Davon sind welche von uns nicht beeinflussbar, andere sind beeinflussbar. Aber ein Grund, der beeinflussbar ist, das sage ich euch ganz offen, von uns beeinflussbar ist, ist der, was wir für ein Bild der Zerrissenheit in der Öffentlichkeit darstellen. Das ist ein miserables Bild, was wir der Bevölkerung bieten. Und da habt ihr hier in Rheinland-Pfalz, so sehr das auch richtig ist, dass wir auch in anderen Landesbezirken Theater haben, aber ihr hier in Rheinland-Pfalz habt an diesem miserablen Bild in der Öffentlichkeit einen ganz gehörigen Anteil. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren. Es geht nicht um realistische Alternativen in Rheinland-Pfalz, sondern es geht um persönliche Querelen und Auseinandersetzungen. Und meine lange Erfahrung als Ehrenamtlicher und als hauptamtlicher Gewerkschafter, er sagt mir, die Menschen können alles leiden. Die können den Streik um die Bildungsarbeit leiden. Die können Streik um Alternativen, politische Inhalte, Steuer, Rente, Militärpolitik in Rheinland-Pfalz. Das können die alles leiden. Aber eines können sie überhaupt nicht leiden. Nämlich wenn es nur in einer Partei um persönliche Querelen und Auseinandersetzungen geht. Das treibt sie von uns weg. Liebe Genossinnen und Genossen, hört auf damit. Legt die Querelen im Interesse der Bedeutung der Partei für die Gestaltung der Politik auch in Rheinland-Pfalz bei. Und einen, den ich lange, lange kenne, den spreche ich jetzt auch persönlich an, leider ist er nicht da, nämlich den Alexander Ulrich. Alexander Ulrich, dich kenne ich lange als Sekretär und zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Kaiserslautern. Da hast du manch eine Auseinandersetzung in Betrieben, in der Organisation souverän gemanagt und damit der IG Metall gedient, ihr zu Aussehen verholfen. Ich wünsche mir von dir, dass du diese soziale Kompetenz zurückgewinnst und auch für die Partei einsetzt. Und von euch allen wünsche ich mir, dass ihr euch auf die inhaltliche Arbeit konzentriert, dass ihr nach Bündnispartnern, die uns unterstützen in der Politik, Ausschau haltet und sie gewinnt. Und dass ihr nicht nur für euch persönlich kämpft, sondern auch für die Partei, die Linke kämpft damit. Die Linke kämpft, damit wir in den Landtag einziehen und die Politik in Rheinland-Pfalz sozialer und gerechter gestaltet werden kann. Es kommt auf uns an und es liegt daran, ob wir es wollen oder nicht. Vielen Dank.